Hallo liebe Backfreunde, heute sind wir amerikanisch unterwegs mit den berühmten Chocolate Chip Cookies. So schauen sie aus und damit sie so ausschauen, müssen wir auch damit anfangen. Also auf los geht's los! In eine Schüssel geben wir 2 Tassen Mehl, 3 Prisen Salz und einen halben Teelöffel Backpulver. Das Ganze wird nun gesiebt. So, nun brauchen wir noch eine zweite Schüssel und da geben wir jetzt hinein eine Tasse braunen Zucker, eine Tasse weißen Zucker und 80 Gramm geschmolzene Butter. Das Ganze vermischen wir jetzt wieder. Als nächster Schritt kommt ein ganzes Ei, ein Eidotter und ein Teelöffel Vanillezucker. Und das Ganze verrühren wir dann wieder. Und jetzt geben wir das Mehlgemisch dazu und rühren das jetzt einmal um. Irgendwann wird die Masse zu hart, also machen wir jetzt hands-on und benutzen unsere Hände. Das machen wir so lange, bis die Masse eine gewisse Festigkeit hat. Und dann kommen unsere Schokostückchen dazu. Schokostückchen gibt es in verschiedensten Varianten. Es gibt Streusel, es gibt Schokotropfen. Auf jeden Fall brauchen wir davon eine halbe Tasse und das vermischen wir dann wieder. So, liebe Backfreunde, so soll das jetzt ausschauen, ob jetzt mehr oder weniger Schokostreuseln drinnen sind. Das ist ganz euch überlassen. Wenn ihr Kind habt, vielleicht sind da ein bisschen mehr Schokostreuseln drinnen. Ganz, ganz wichtig ist jetzt aber, dass wir das jetzt mit einer Folie abdecken. Und auch wichtig ist, dass diese Masse für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank muss, damit wir dann das besser wieder weiterverarbeiten können. So sieht die Masse aus, wenn sie aus dem Kühlschrank kommt. Jetzt müssen wir noch Bällchen formen. Wie ihr seht, benutze ich einen Eisportionierer, aber ihr könnt es auch mit der Hand machen. Ganz wichtig ist aber, dass diese Kugeln 10 cm voneinander entfernt sind, weil sie gehen ja durch das Backen auseinander. Und wir geben sie jetzt für circa, auch je nach Ofen wieder, zwischen 12 und 15 Minuten bei 170 Grad in den Backofen und lassen sie goldgelb backen. Also so schauen jetzt diese Chocolate Chips Cookies aus. Wie ihr sehen könnt, sind sie ziemlich groß geworden. Das liegt darum, da mein Eisportionierer größer war und sie waren auch ein bisschen länger drinnen. Also wenn sie es kleiner macht, dann stimmt diese Zeitangabe zwischen 12 und 15 Minuten. Schaut lieber auch öfters rein in euer Backrohr, damit es euch nicht schwarz werden. Ja, ich werde jetzt gleich einmal einen probieren. Also so schauen sie aus. Ich werde es auch probieren. Schmecken lecker. Ich würde mich freuen, wieder euch bei einem meiner nächsten Videos zu sehen und bis dahin alles Liebe, alles Gute. Ciao, eure Anita.